Das ist eine gute Frage. Wie ist es zu der Idee und der Entstehung von UnUniTV gekommen? In UnUniTV bin ich als Einzelperson reingekommen in die Supportergruppe und habe dort etliche aus meinem Netzwerk wieder getroffen. Wer kennt das nicht? Man arbeitet, will sich beruflich auf dem neuesten Stand halten, muss sich fortbilden und das Leben soll dabei ja auch nicht zu kurz kommen. Ende 2012 haben wir dann angefangen, öffentlich über diese Herausforderungen zu diskutieren. Und es haben sich relativ spontan über 50 Personen eingefunden, um in G+ gemeinsam zu überlegen, wie Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert funktionieren könnte. Wie passt denn das Begriffspaar Bildung und Wild zusammen? Das Wilde an UniTV ist für mich, dass ich da ungezügelt und maßlos meinen Interessen folgen kann, ohne zunächst ein bestimmtes Endziel zu haben. Das Endziel, dass ich in bestimmten Bereichen kompetenter werde, ist im Endeffekt ein Nebenprodukt von diesem spielerisch Wilden. Verbindungen einfach nur gestärkt haben durch die gemeinsame Idee, durch das gemeinsame Unterstützen, das Voranbringen des Ganzen und in für mich faszinierender Geschwindigkeit kamen immer mehr Menschen dazu. Die Crowdfunding-Aktion im Juni 2013 hat dann eigentlich zu dem Proof of Concept von dieser Idee geführt. Circa 300 Menschen sind Fan von UniTV geworden und circa 170 Personen haben uns finanziell unterstützt, um das Crowdfunding-Ziel von 25.000 Euro zu erreichen. Im Bereich Bildung eine ganz schöne Summe. Wie im Altweibersommer, wenn man dann rausgeht und man sieht auf den Wiesen die wunderschönen Netze, die unter Umständen in der Sonne glitzern. Und diese Fäden sind sehr fein gesponnen, aber sie sind gesponnen und sie sind auch dauerhaft. Und ja, dieses Glitzern ist für mich der gesamte innovative Geist, der dadurch einfach durchscheint. Das ist aber auch das kreative Element und auch das Element der Vielseitigkeit. Denn die Sonne muss ja nur ein Stückchen weiter wandern und schon hast du einen anderen Blickwinkel und einen anderen Strahl, der da erscheint. Ich bin ja absolut, absolut überzeugt davon, dass UniTV auch in Unternehmen sehr fruchtbar sein kann, wenn ein kleines Türchen dafür aufgemacht wird. Aber sobald wir mal drin sind, dann geht's rund. UnUniTV, genau.